Ja, einer der Stars ist hier hinter mir, der Audi E55 e-tron. Endlich kann man ihn mal sehen und kann einsteigen, drin sitzen. Fahren kann man ja noch nicht damit. Es gibt das Fahrzeug erst nächstes Jahr und wahrscheinlich wird es auch nächstes Jahr erst Testfahrten damit geben. Das Fahrzeug hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es sieht super, super sauber verarbeitet aus. Es ist toll ausgestattet. Es hat natürlich auch seinen Preis. Das liegt so im Bereich 80.000 Euro, dieses Auto aufwärts, wo man dann natürlich auf der Audi-Aufpreisliste auch reichlich Möglichkeiten findet, was einem alles noch einfällt. Der Wagen ist sehr groß eigentlich. Das heißt, er ist zwar äußerlich recht kompakt, aber drinnen liegt erstaunlich viel Platz. Man sitzt hinten sehr bequem, auch zu fünf. Der Kofferraum ist groß und es gibt tatsächlich einen Frunk, also einen Kofferraum vorne, wenn auch etwas versteckt. Audi e-tron 55 Quattro. Kleiner als ein Q7, größer als ein Q5 und man kann ihn schon bestellen, sogar mit Anhängerkupplung. Mit dem Audi e-tron gibt es auch erstmals ein Auto mit Kameras statt Seitenspiegel im deutschen Straßenverkehr. 1.540 Euro kostet das Package. In den Türen gibt es dafür 7 Zoll OLED-Displays, die ich verstellen kann im Blickwinkel. Davon abgesehen verstellen sich automatisch, je nachdem, ob ich Autobahn fahre oder einparke. Im Innenraum gibt es das neue Bedienkonzept von Audi mit 3 Displays, davon 2 in der Mittelkonsole, die auch berührungsempfindlich sind. Zusammen mit den Außenspiegeldisplays hat man dann 5 Monitore im Innenraum. Der Fahrstufenschalter wird nur mit Daumen und Zeigefinger bedient. Schlüssig ist das Bedienkonzept, das keinerlei Rätsel aufgibt. Wie gesagt, auf 2 Bildschirmen und einer hinterm Lenkrad, der nicht berührungsempfindlich ist. Der neue Audi e-tron hat einen Radstand von 2,93 Meter und damit hat er richtig viel Platz, sowohl für Gepäck wie auch für die Passagiere im Innenraum. Hinten gibt es trotz des sehr weit nach hinten gestellten Fahrersitzes keine Beanstandung, man kann da richtig gut sitzen, hat richtig Platz auch nach oben. Der Gepäckraum des e-tron fasst 600 Liter, bei umgeklappter Rückbank sind es 1.725 Liter Kofferraumvolumen. Unter dem Kofferraumboden gibt es noch ein Fach, zum Beispiel für Ladekabel. Ein Großteil der Elektronik und die vordere Antriebseinheit sitzen unter der Motorhaube. Ehrlich gesagt, der Wagen ist so super clean, dafür ist mir hier vorne zu viel Kabelsalat. Ich vermute, da fehlt noch eine Verkleidung. Witzig ist, dass auch der Audi einen Frunk hat, einen Frontkofferraum. Der ist gar nicht mal so klein und hat eine extra Klappe, quasi eine Klappe unter der Klappe. Bei dem ausgestellten Fahrzeug ließ sich der Ladeanschluss leider nicht öffnen, die Klappe öffnet sich sonst elektrisch. Ein witziges Detail bei dem Audi ist, dass er 2 Ladeanschlüsse hat, einen auf der linken, einen auf der rechten Seite, sodass man immer laden kann, egal wo die Ladesäule steht. Ja, und hier kann man es sehr deutlich sehen, das Fahrzeug ist Allrad angetrieben, es hat also einen Elektromotor vorne, einen hinten und eine Luftfederung. Und das ist die Batterie vom Audi e-tron, ungefähr so groß wie eine Matratze für 2 Personen, 700 Kilo schwer und 95 Kilowattstunden als Kapazität.